Grüß Gott und herzlich willkommen zur ersten Lektion zur Geschichte der Mathematik. In dieser Lektion wird es um die Mathematik in Mesopotamien gehen. Nach einer kurzen Einleitung und einem historischen Überblick gliedert sich die Lektion dann in insgesamt 4 echte Kapitel. Wir beginnen mit den metrologischen Zahlzeichensystemen der Proto-Literaten-Phase, die gerade den Übergang von den vorschriftlichen zu den Schriftkulturen markieren. Folgt das keilschriftliche Zahlzeichensystem der altbabylonischen Phase und die zugehörige Arithmetik, was im Kern die Grundrechnungsarten meint. Im altbabylonischen Reich wurde auch bereits Geometrie betrieben mit 2 Problemstellungen, die heute so gegen Ende der Unterstufe des Mathematikunterrichts thematisiert werden, werden wir uns etwas näher beschäftigen. Wir beschließen dann die Lektion mit einem kurzen Ausblick auf die Art, wie im alten Babylon bereits so etwas Ähnliches wie Algebra betrieben wurde und machen auch noch einen kleinen Exkurs zur Astronomie im Neubabylonien. Da ich selbst von Hause aus kein Physiker bin, schauen wir uns da aber nur ein ganz kleines, mathematikhistorisch besonders interessantes Beispiel an. Bevor wir zum historischen Überblick kommen, vielleicht noch ein paar Worte zur Technik, da dies ja die erste Lektion in diesem Semester ist. Dieses interaktive Buch hat so ungefähr die folgenden Funktionen. Links haben Sie so eine Navigation, wo Sie zu den verschiedenen Kapiteln dieser Lektion springen können. Im oberen Teil von so einem Kapitel finden Sie dann immer das zugehörige interaktive Video. Damit Sie wach bleiben und Sie selbst so einen Eindruck davon haben, wie aufmerksam Sie eigentlich zugeschaut haben, können im Video immer kleine Fragen eingebaut sein, die Sie dann beantworten sollen. Außerdem veranstalte ich mit Ihnen so eine Art virtuelle Schnitzeljagd. In jedem Video verstecke ich 2 oder 3 von diesen Wegmarkensymbolen. Kurz vor Ende des Videos poppt dann so ein Button Schnitzeljagd auf. Und da werden Sie dann entweder gefragt, was auf den Wegmarken abgebildet war. Das wäre jetzt hier Hund, Katze und Maus gewesen. Und oder welche Farben die Wegmarken gehabt haben, also hier Rot, Gelb und Grün. Am besten notieren Sie sich Symbol und Farbe. Im unteren Teil eines Kapitels finden Sie dann teilweise weitere interaktive Inhalte. Unter diesem Beispiel hier zum Beispiel eine interaktive Zeitleiste. Bei anderen Kapiteln kann das auch mal eine kleine GeoGebra-App sein. Jede Lektion enthält auch eine Seite mit ein paar einfachen Übungsbeispielen. Die denen wirklich nur zum selber üben und selbst kontrollieren, die werden in keiner Weise notenrelevant ausgewertet. Wenn Sie irgendwelche Fragen zur Lektion haben, dann finden Sie direkt eingebettet auch den Chat bzw. das Forum auf Discord. Fragen können Sie dort auch anonym bzw. mit einem Pseudonym stellen. Ich bemühe mich, solche Fragen dann zeitnah zu beantworten und wenn ich denke, es dauert etwas länger, dann nehme ich das vielleicht dann auch mit in die Repetitoriumssitzung. Damit bin ich bei der technischen Einleitung auch schon fertig und wir können uns dem historischen Überblick widmen. Verglichen mit Ägypten, der 2. Hochkultur, die wir uns noch anschauen werden dieses Semester, haben wir es im Fall von Mesopotamien mit einer sehr guten Quellenlage zu tun, was vor allem auch daran liegt, dass man in diesen Kulturen auf Tontafeln geschrieben hat und die halten sich eben viel besser und länger als etwa der in Ägypten übliche Papyrus. Man schätzt, dass so fast 500.000 Tontafeln mit ganz verschiedenen Inskriptionen aus dem Gebiet von Mesopotamien bis heute erhalten geblieben sind. Die sind allerdings weltweit so über verschiedene Museen und private Sammlungen verteilt. Ein ganz erheblicher Teil lagert im Britischen Museum. Über weitere nennenswerte Sammlungen verfügen dann noch das Vorderasiatische Museum in Berlin und die Universitätsbibliothek von Yale in den USA. Was jetzt mathematische Inskriptionen auf Tontafeln angeht, so müssen wir insbesondere über das altbabylonische Reich reden, was so von ungefähr 2000 bis 1600 vor unserer Zeitrechnung existiert hat. Einige weitere, insbesondere Astronomie betreffende Tafeln, stammen aus dem Neubabylonischen Reich von so um 600 vor unserer Zeitrechnung. Deswegen spricht man bisweilen auch insgesamt statt von Mesopotamien vereinfachend von babylonischer Mathematik, obwohl das nicht alles aus der Stadt Babel stammt. Mesopotamien, auf Deutsch Zweistromland, hat seinen Namen und verdankt seine Bedeutung diesen beiden Flüssen, Euphrat und Tigris.
Diese Flüsse schaffen einen fruchtbaren Halbmond inmitten eines ansonsten recht dürren Gebiets. Vor etwa 10.000 Jahren setzt dann die landwirtschaftliche Revolution ein. Es wird nicht mehr nur Nahrung gesammelt, sondern es werden Pflanzen und Tiere domestiziert und die Menschen bauen Häuser aus Lehm und Schilf. Es entstehen erste Dörfer mit Getreidespeichern und es entstehen so erste Wertmarkensysteme für Handel und Buchhaltung. Diese Tokens, da hatten wir in der Vorbesprechung schon ein Bild von gesehen. Diese Entwicklungen sind Quellen von kulturellen Praktiken, die wir aus heutiger Sicht der Mathematik zurechnen. Schauen wir uns die zeitliche Entwicklung mal etwas genauer an. Ich hatte in der Vorbesprechung bereits erwähnt, dass erste mathematikrelevante Funde, nämlich diese sogenannten Tokens oder Zähl- und Wertmarken, schon für die Zeit um so circa 8000 vor unserer Zeitrechnung nachgewiesen sind. Die Zeit zwischen 3500 und 3000 ist dann durch einen tiefgreifenden und raschen Wandel der Lebensumstände gekennzeichnet, vor allem um die Städte Uruk und Ur auf dem Gebiet des heutigen Irak herum. Dieser Wandel ist wohl auch durch Klimawandel mit verursacht, der alte Methoden der Landwirtschaft weniger produktiv gemacht hat. Die Menschen schließen sich daher in weniger, dafür aber größeren Siedlungen zusammen und der Pflug wird erfunden und ebenso die Töpferscheibe und es beginnt die Bronzezeit, also man fängt an, Bronze zu verarbeiten. All dies kann man als Antworten auf Anforderungen eines intensiveren Wirtschaftslebens ansehen und gleichzeitig als Ursache für eine zunehmende Komplexität im Leben der Menschen. In diese Zeit um die dritte Jahrtausendwende vor unserer Zeitrechnung, teilweise also auch noch in die frühen sumerischen Dynastien, fallen die Anfänge des Schreibens, die Etablierung von Maßsystemen, also die sogenannte Metrologie, die Messkunde, und die Anfänge der Arithmetik. Neben dieser Phase werden wir dann, wie gesagt, vor allem noch einen Sprung an die zweite Jahrtausendwende vor unserer Zeitrechnung machen, wo die eigentliche Keilschrift und das keilschriftliche Zahlzeichensystem entstehen und uns dann mit dem altbabylonischen Reich eine erste Blüte mathematischer Entwicklung bevorsteht. Mesopotamien erlebt in der Zeit danach dann wechselnde Herrschaften. Wir blicken noch einmal ganz kurz in die neubabylonische Zeit herein, wo die ersten Funde sogenannter Gadex- oder Gol-Entje-Texte zu vermerken sind. Die astronomischen Kenntnisse, die in diesen Texten enthalten sind, entwickeln sich unter sehr wechselnden Herrschaften und einigen kriegerischen Auseinandersetzungen dann noch etwa bis in das erste Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Das markiert so das Ende der Keilschrift weiter. Und wenn Sie so schulisch denken, haben Sie vielleicht auch mal was, Stichwort 300 von der persischen Herrschaft gehört oder 333 sagt Ihnen vielleicht was, der alexandrinische Feldzug. Das soll uns als Überblick zunächst einmal genügen. Sie haben sich eine kleine Pause verdient oder könnten jetzt dann direkt mit dem nächsten Kapitel fortfahren.